So. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Ach, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Gut. Damit herzlich willkommen hier zurück bei The Last of Us. Ich schaue mir mal hier ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja wieder irgendwas zum Einsammeln. Hey da! Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Niedlich? Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Aha. Oh, verstehe. Warum flimmern die Blumen da so? Ach, kann ich mitnehmen. Okay. Das waren mal Brunnen. Schere ist voll, das Symbol. Warte mal. Ja. Nee, das ist ja noch verbessert. Messer geht nicht, genau. Kann immer nur drei Sachen herstellen. Und das andere ist jetzt hier. Da habe ich maximale Gesundheit. Aha, kostet 50 und 60 habe ich jetzt. Brauche ich Heiltempo? Na, muss jetzt nicht unbedingt sein. Okay, was ist das? Benutze ein Messer, um dich zu retten, wenn ein Krieger dich schnappt. Aber Gesundheit, die kann ich ja einmal erhöhen. Warum nicht? So, das nächste kostet 100. Na toll. Okay, das sind dann die Dinge. Aber Schere, ich kann ja nichts hier für den Moment. Das ist wohl eine Fee. Gartenzwerg und ein Frosch und ja. Du warst also noch nie draußen. Das ist merkwürdig mit deinen. Was hast du mal gesagt? 14 Jahren? Naja. Tatütata. Das offen. Das habe ich ja letzte Woche schon mal gesehen. Ich versuche das erstmal oben rum. Ich kann ja vielleicht erstmal zum Hinterhof gehen. Mal gucken, vielleicht ist da hier auch irgendwas. Das ist auch offen. Dann kann ich auch von hinten rein. Also da durch die Tür und so, meine ich. Ach, guck mal hier. So, jetzt habe ich wieder was, wie viel? Von den Dingern.
scheinen aber im Moment keine Klicker oder sowas zu sein. Für mich gesehen hat die vorne eine Sonne und zwei Palmen drauf. Ich gehe doch jetzt mal hier rein. Was fällt denn da runter? Wow, sieh mal da. Ah, Spielautomat, aber das ist kaputt. Ja, ehrlich? Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Tja. Aber leider ist das Ding kaputt. Kann da was anderes spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst, oder schon wieder die Fähre voll. Lappen ist voll. Ich könnte einen herstellen, aber dann fehlen mir da zwei von den Dingern. Das brauche ich auch für mein Medikit. Das ist das Problem. Ehrlich, geh mal. Bitte was? Wenn du so, dann stell dir doch einfach mal vor, dass du irgendwas spielst. Wäre auch vielleicht eine Idee. Okay. Das war jetzt hier unten und dann ging es ja irgendwie noch nach oben. Mal gucken, ob da offen ist da oben. Ach, da liegt auch wieder was. Okay. Ne. Okay. Und da ist ein Wasserturm oder was wird da gespeichert? Gelagert oder wie auch immer. Gut. Ach, da bist du, Ellie. Ja, dann gehen wir noch mal ein bisschen zu Fuß, ne? Ich meine, ist ja schönes Wetter. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Weil da liegt ein Safe und da brauche ich eine Kombi für. Die Frage ist, wo findet man das? Und was ist da drin? Vielleicht was zum Einsammeln, was ich brauche, oder? Wo kommt denn das Safe her? Vielleicht hier irgendwo aus dem Laden oder so? Und dass man da vielleicht noch die Kombi finden kann? Aber hier kommt man leider nirgends rein. Alles zugenagelt und so. Ja, leider nicht. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Und hier ist ja auch nichts. Oh. Oh Mann! Oh,
Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Oh. Okay. Warte mal. Nee, Wassertropfen. War doch vorher auch bei 2, ne? Merkwürdig. Dachte, der wäre jetzt vielleicht bei 3, da ich ja vorher von 2 hatte. Nicht der Meinung, aber gut. Geht hier rein. Mit dem Messer die Tür, ja. Okay. Oh Mann, du musst mir zeigen, wie das geht. Gern. Kann auch ganz andere Dinge zeigen. 25 davon. Muni ist voll. Können wir da nicht einfach nachladen? Nee. Bitte was? Was machst du? Ellie? Ein Ferien-Ding wieder. Ein Verband. So. Dann nehme ich das mit. Muni ist leider voll, das ist doch wohl nicht wahr. Wieso kann ich denn nicht die Muni weg? Ach ja. Nachladen. Drücke zum Nachladen, aber wird nicht nachgeladen. Na gut. Ne, das ist auch nichts mehr. Gut. Dann komm, Ellie, geh mal raus. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Tja. Eine Leiter. Ich nehme mal an, da dran stellen. Nein, nochmal. Nehmen Sie doch hoch. Okay. Aber da war ja auch noch ein Weg. Moment, das ist hoch genug. Den Draht, wir rühren nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Ah ja, dann bin ich halt hier, okay. Ich frage mich, wie man den Safe aufbekommt. Das würde ich gerne mal wissen. Na gut. Keine Ahnung, wie das gehen soll.
wo da die Kombi sein soll überhaupt. Nein, du sollst auch da hochgehen. Dödel. So. Okay. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Wow. Da sehe ich nichts. Funkeln. Und hier unten. Da sehe ich eigentlich auch nichts funkeln. Die Luft ist rein, komm hoch. Okay. Wieder so ein Brett haben, ne? Ich schaue mich mal um. Wir können auch das hier nehmen. Hier. Das hier können wir nehmen. Willst du schon wieder Pfeifen üben? Die Bretter sind immer genauso lang, dass es da drüber passt. Ja, sowas. So, Ellie. Oh, Scheiße. Okay. Ist das nur der eine? Probieren wir das Baby mal aus. Und hier, also, je länger du hältst, desto mehr Spannung baut. Genau. Okay. Oh, Moment. Das hat den nur gekitzelt. Geräusche mal. Ist doch gut, bleib da mal stehen jetzt. Upsala.
Wie soll ich dich denn treffen, wenn du doch ein Zappel? Okay. Hör mal zu. Hallo, ich habe runtergedrückt. Ich bin eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Voll. Ich kann mal so eine herstellen. So, jetzt wieder 25 Punkte. Das ist blöd, dass das voll ist. Aber merkwürdig, da ist noch nichts voll. Oh, das ist wieder so ein Draht. Da ist ein Draht. Und hier ist eine Sperre. Okay, Ellie, Kopf runter und so. Jemand. So ein Scheiß. Okay. Nein. Hier ist nichts drin. Okay. Ich weiß nicht, soll man das riskieren? Da aufmachen? Und dann versuchen, wenn es geht. Aber da können wir so nicht durch, das ist eine doppelte Sperre. Nee. Okay, zurück. Okay. Moment. Krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Tja, kannst mal sehen, Ellie. Dann nehme ich gleich wieder eine neue mit. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Na ja, mal gucken. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Ah, wer denn da die ganze Zeit an der Tür gehämmert da? Was auf dem Bett. Okay. Und ist noch was dahinter? Diese Seite? Nee.
Okay. Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Auch wieder Gartenzwerge. Rachel. Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Suche nach mir. Bis bald. Ezra. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde sie jedenfalls schön. So. Da ist auch noch was. Aber mehr ist hier gar nicht. Das war's. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Tja. Ach ja, ich wollte hier durch, stimmt ja. Dann denk mal, oh Gott. Liegt schon etwas länger hier, würde ich mal sagen. 2 Tage, 3 Tage. So, zurück. Beinhöhe, können da ja nicht drüber springen. So, Moment. Karum. Na komm. Bleib in meiner Nähe. Money. Verdammt, Bill! Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei! Scheiße, sie kommen! Lass mich doch los! Oh Gott. In den Kopf. Bin bereit, Ellie. Halt euch!
Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Hier, Munition! Oh. Danke. Verdammt nochmal! Ah, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Verdammt, Eli! Beeil dich! Oh, guter Treffer. Weg da! Oh, geh weg von mir! Alter! Arschloch, weg von mir! Ich brauche hier Hilfe! Ich mach doch schon, was ich kann. Aua! Geh von mir runter! Oh Gott! Beweg deinen Arsch und steh auf! Okay. Will, sie kommen durch die Tür! Mach sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus! Will, ich zurück! Zurück! Die kannst du auch nicht loswerden, wenn sie dich einmal haben, ey. Die kannst du auch nicht loswerden, wenn die dich einmal geschnappt haben. Hinter dir! Mach ich so fertig. Schau doch mal her. Bam. So. Okay, na los, wir sind fast da. Mir. Oh Scheiße. Gott, verdammt, sie kommen her. Los, sie kommen her. Lauf weiter, hier lang, durch den Gang. Los! Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, mach das kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä?
Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht können wir was gebrauchen. Na, klar doch. Mal gucken, was können wir denn im Moment? Ich kann die Nahkampfwaffe verstärken. Dann mache ich das doch mal. So. Ich nehme mal ein Medikit. So, damit ich da auch wieder was frei habe. Was haben wir denn hier? Muni. Messer verbessert. Messer hält einen Treffer länger. Klinge Aha. Gut. Haben wir was gefunden, damit das Messer einmal länger hält? Gib mal die Karte her. Okay. Eine Karte von Bildstadt. Ja. Schön. Nest, Konvoi und so weiter. Okay. Tja, das ist meine. Die hält jetzt etwas besser oder? Nein, das ist nicht, aber. Was ist das Fach? Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister! Lass ja die Finger von dem Brett! Groß was? Vergiss es einfach. Was haben wir denn hier? Conceited Bockwurst? Ganz links oder was? Keine Ahnung. Hast du jetzt alles fertig? Ja, mehr gab's euch ja nicht, du Dödel. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Aha. Guck mal, hier liegt wieder noch was. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Aber für mich ist hier was. Was du brauchst. Danke. Hunter-Notiz. Eine Gruppe Hunter in der Stadt gefährlich nahe gekommen. Ach, eine Gruppe Hunter ist in der Stadt.
Was habe ich denn da übersehen eben? Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davongejagt. Erinnerung. Mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Okay. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Ted? Es ist ein Job. Eine einfache Lieferung. Und was man da liefert? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Ah. Dun, 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 dun. Schnapp, schnapp, schnapp. Nö, Eisenstange ist besser. Gut, dann werde ich gleich erstmal aufhören mit der Folge. Jetzt auch schon wieder lang genug. Nur mal so, damit du schon mal Bescheid weißt. Da drin ist was. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tessa ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ihr hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Moment, da liegt was. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierter! Mist! Macht euch bereit! Hier drüben! Hilfe! Okay, da war die Stange kaputt. Okay, Moment. Ich mache dann erstmal die Folgenpause jetzt beenden. Und dann geht es jetzt mal weiter. Schlag auf Schlag im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dahin, mach's gut und lass dich nicht fressen. Bye, bye.